Ich habe mir gestern aus meinem Restaurant schon mal einen Saft gepresst und was dabei rausgekommen ist, das war überraschend und das möchte ich euch heute mitteilen. Guten Morgen! Das Video wird dir gefallen, zumindest dann, wenn du Orangen magst. Ich schaue so etwas gelangweilt in meinen Kühlschrank und merke, dass die Orangen so langsam verzehrt werden sollten. Etwas weich, 2-3 mit einer weißen Schimmelschicht. Naja, jedenfalls dachte ich mir, Mensch, da mache ich mir einfach mal so den richtig fetten Saft. Alles aufbrauchen, schön großer Saft und ja, also tatsächlich Saft gemacht. Alle Nährstoffe drin, keine Ballaststoffe, wissen wir alle, Vor- und Nachteile, egal, Saft eben. Aber als ich dann mein Pott, das war so ein ganzer Mixbehälter voll, also ungefähr 2 Liter reinen Orangensaft getrunken habe, dachte ich mir, boah, das war jetzt so richtig fett. Das war so richtig, ja, fühlte mich so richtig komplett. Und normal, wenn ich Süßes konsumiere, wie jetzt Orangen, da habe ich danach immer so Appetite auf etwas anderes oder vor allem auf was Herzhaftes. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Schreib es mal in die Kommentare. Bei mir ist es tatsächlich ganz häufig so, süß und dann herzhaft, süß und dann herzhaft und so weiter. Und ich werde nie befriedigt. Naja, jedenfalls diesmal nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, da hackst du jetzt einfach mal eine Nährstofftabelle ein. Also habe ich eingegeben 2 Liter Orangensaft. Da ich den frisch gepresst habe, habe ich die frischen Orangen eingegeben, die ich benutzt habe. Aus einer Orange habe ich 80 Milliliter goldgelben Saft bekommen. Das Netz mit den 2 Kilo Orangen, das hat übrigens so 2 Euro gekostet. Nur mal so im Hinterkopf behalten. Wir haben jetzt auch Orangensaison, das ist sowieso alles billiger. Wusstest du, dass Orangen Omega-3-Fette haben? Also ich wusste das nicht. Und wenn, da habe ich so gedacht, ja gut, im niedrigen Milligrammbereich. Der Arbeitskreis Omega-3 e.V. empfiehlt mindestens 0,2 bis 0,3 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag. Wie viel hatte mein Pott Orangensaft? 0,2 Gramm. Und dazu noch 0,6 Gramm Omega-6-Fettsäuren. Also für den Menschen im perfekten Verhältnis zueinander. Orangensaft! Nicht Leinsamen, Walnüsse oder Chiasamen? Klar, 2 Liter Orangensaft ist wirklich viel, aber mach die Hälfte draus und du hast immer noch eine gute Omega-3-Fettsäurequelle. Du denkst, das war's? Ja klar, Vitamin C. Mit Vitamin C brauchen wir nicht reden. Ne? Klar. Aber alle B-Vitamine, wobei B3 nicht ganz, muss man dazu sagen, aber sonst alle B-Vitamine, B1, B2, B5 und B6 sind damit gedeckt. Folsäure und Vitamin A auch komplett gedeckt. Vitamin E auch noch immer über die Hälfte. Wahnsinn! Und ja, vor allem Vitamin C, wofür die Orange steht, ist nur mit knapp der doppelten Tagesdosis gedeckt bei so einem 2 Liter Saft. Aber B1 weit über das Doppelte. Man müsste also sagen, Orangen sind, egal in welcher Dosis, vor allem eine B1 Quelle und nicht eine Vitamin C Quelle. B1, das ist ein Vitamin, was vor allem für die Nerven eine Rolle spielt, eine große Rolle spielt. Denn ohne B1 existiert keine Erregungsübertragung zwischen Nerv und Muskulatur. Also rein physiologisch extrem wertvoll und auch psychologisch durch seine Rolle bezüglich der Beeinflussung des Neurotransmitters Serotonin von großer Bedeutung. B1. Wahnsinn. Und dann kommen wir, wir sind noch nicht am Ende, wir kommen zu den Aminosäuren, also zu den Proteinen. Wie Orangen als Proteinquelle? Dein Ernst, Samu? Schauen wir da einfach mal drauf. Was so ein Pott an Orangensaft, der übrigens noch nicht einmal unseren kompletten Kalorienbedarf des Tages deckt, also nicht, dass man denkt, boah, so viel Kalorien, das ist klar, dass da alles drin ist. Nee, da ist noch Luft nach oben. Was hat der so an Aminosäuren zu bieten? Dieser Maxi-Becher Saft deckt bereits über die Hälfte der von der DGE empfohlenen Tagesdosis für Proteine. Es sind nämlich 31 Gramm Proteine enthalten, was für einen 60 bis 70 Kilogramm Menschen 60% der Tagesdosis an Protein ist. Orangensaft! Und bei der Bestimmung dieser Tagesdosis legte man noch Sicherheitsintervalle an, weil man nicht zwangsläufig von einem ausgeglichenen Aminosäureprofil ausgegangen ist. Na? Aber das Aminosäureprofil von Orangensaft ist ausgeglichen. Also wahrscheinlich deckt man mit so einem Orangensaft bei sonst gesunder Ernährung sogar seinen Proteinbedarf. Hammer, Hammer. Das Tolle daran ist, dass die 3 Ausreißer bzw. 2 der 3 Ausreißer nach oben, das Phenylalanin und das Tryptophan von den Aminosäuren, an der Bildung von Dopamin und Serotonin entscheidenden Einfluss haben darauf. Tryptophan ist quasi die Vorstufe von Serotonin. Diese beiden Aminosäuren, die besonders hoch enthalten sind in Orangensaft, sind sogar über die empfohlene Tagesdosis enthalten. Und es wird noch besser. Tryptophan, vielleicht
die meisten kennen das Video wahrscheinlich nicht mehr, das war aus dem ersten Jahr. Das kann nur dann im Hirn zu Serotonin werden, wenn es durch die Blut-Hirn-Schranke durchkommt. Da aber gute Stimmung, also Glücksgefühle nicht Priorität in unserer Überlebenshierarchie sind, wird das nur gebildet und kommt das durch diese Hirnschranke durch, wenn relativ zu Tryptophan nicht so viele andere große Aminosäuren da sind, die für essentiellere Dinge zuständig sind. Und in Orangen ist Tryptophan einer der drei Aminosäuren, die doppelt so viel da sind wie die anderen. Perfekt! Okay, also Orangensaft, Omega-3-Quelle, Proteinquelle. Was ist denn mit den Mineralstoffen? Ist doch bestimmt auch alles voll, ne? Nö. Lediglich Calcium, Kupfer und Kalium sind mehr Tagesdosis am Start. Verkehrte Welt, oder? Obst und Gemüse, so macht man es doch immer glaubhaft, sollen doch eigentlich unsere Vitamin- und Mineralstoffquellen sein. So. Und ja, und für Fette und Proteine, da braucht man Fisch und Fleisch. Orangen sind eine relativ zur Tagesdosis bessere Fett- und Proteinquelle als Mineralstoffquelle. What the fuck? Wenn man dazu immer noch die nachlassende Qualität der Böden ins Kalkül zieht, dann sind die Mineralstoffe wahrscheinlich noch unterrepräsentierter. Es ist einfach nur krass. Schreib bitte mal in die Kommentare, ob du das so gedacht hättest. Oder ob ich der einzige Frosch hier bin, der sagt, hey, was ist das? Ehrlich, das lohnt wirklich einfach mal die einzelnen Lebensmittel genau zu untersuchen. Und auch wenn du nur 100%ig sicher bist, orange Vitamin C Quelle, einfach mal nachschauen. So viele Glaubenssätze, die wir noch aus den Zeiten vor dem Weltkrieg übernommen haben. Aber dafür gibt's Raw Spirit, bewusste Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung. Solltest du noch nicht abonniert und die Glocke gedrückt haben, dann hol das jetzt nach und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Samu.